So. Spielstand 16 inzwischen. Ich sollte wahrscheinlich einfach mal auf den immer auf denselben speichern, aber hey. This isn't working. Huh? I mean, you're a liability. You'll just slow me down. What? I'm sorry, but I can't protect you when... You can't leave me here. You've got to take me with you. Enough! The whole world is against us. I can barely keep myself alive. Let alone some helpless kid! I don't have time to baby you. You want to get tough? Do it on your own! Ist das jetzt auch wieder hier ein von denen, was wir schon mal hatten? Oh Gott, wie ging denn das? Todesurteil, ja, lecker. Auf jeden Fall heilen. Mehr heilen, mehr heilen, mehr heilen, mehr heilen. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ist ja großartig. So. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie das ging. Man musste hier dann irgendwann eine spezielle Knopf drücken, ne? Wenn ich mich nicht irre. Heilen, 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 heilen. Und dann wieder zurück zum Eigentlichen. Wir können auch theoretisch mal gucken. Metafähigkeiten, Analyse. Hat keine sonderlichen Schwächen. Okay. Check. Auf Odin. Also ist das hier so ein Viech von dem, was ich glaube. Und wieder hochheilen. Finde ich ja gut, dass Hope hier alles tankt. Das ist super. Aber wie war das? Einmal noch mal ein bisschen hochheilen. Ja. Ich überlege gerade echt krampfhaft, wie das war. Irgendwas war mit seiner Metamorph-Anzeige. Ich meine, wenn unsere Zahlen hier runterlaufen, dann bin ich halt tot. Das, weiß ich. Nur wie das sonst war, dass wir ihn halt bezwingen konnten. Das weiß ich gerade echt nicht. Was zum Geier? Haben wir es jetzt geschafft? Ich bin mir nicht sicher. War es einfach nur draufkloppen, bis es in Anführungszeichen tot ist? Ich habe keine Ahnung. Odinstein. Lightning hat einen weiteren ATB-Balken am Schnitt erhalten. Yeah. Your brand looks different.
Was that an Eidolon? Like Lassie can summon? Magic and mumbo jumbo. I must have hit my head on that purge train. Am I really in your way? I'll do better. I'll try harder. Help. We'll toughen you up. Huh? I'm sorry about before. Tut so wieder so, als wäre sie nett. Olle Zicke. Aber sie ist mir sympathisch. Durchaus. So, mal weiter hier im Text. Got my back? Yeah. Oh, Kacke. Jetzt können wir Metamorph-Modus, Tutorium. Yay. Tutorial beginnen. Lightning ist nun in der Lage, die SV-Odin zu rufen. Dabei werden Metapunkte verbraucht. Nein, wirklich. Will er nun die Metapunkte... Ja, okay. Na, und dann beschwören. Dann kann ich einen von 300.050 Dingern beschwören. Wow. Wow. Leuchteeffekte. Für die Esper wird ein ESP-Balken angezeigt. Dieser sinkt kontinuierlich mit der Zeit, außerdem sinkt er, wenn die Esper Schaden nimmt. Sinkt der ESP-Balken auf 0, verschwindet der Esper alsbald. Alles klar. Mit X kann der Metamorph-Modus aktiviert werden. Metamorph-Modus verändern die Esper ihre Gestalt, sodass die DLC aufsteigen können. Derart vereint können Esper und Izzy mächtige Angriffe ausführen. Alles klar. Der Metamorph-Modus endet, sobald die Metamorph-Anzeige... Ja, okay. Dem Metamorph-Modus gilt eine andere Steuerung, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Mit einfachen Befehlen werden tödliche Techniken ausgeführt. Am linken Bildschirmrand wird der Metamorph-Zähler angezeigt. Der Zähler sinkt mit jeder ausgeführten Technik um die angezeigte Zahl. Wenn der Zähler auf 0 sinkt, verschwindet die Esper. Alles klar. Machen wir mal hier den Fusion! Einfach nur mal, um zu gucken, was das jetzt genau macht. Außer, dass wir auf dem Pferd sind. Es ist ein Transformer! Ein Transformer! So, und dann... Ach, je. Ich weiß nicht, was ich hier genau tue. Ich mache hier pures Button-Mashing. Wow. Okay. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Es ist halt auch schön, dass halt die Tastaturknöpfe da angezeigt werden und nicht hier, ich spiele ja mit dem Xbox-Controller, mir da angezeigt wird, was die Xbox-Tasten dafür sind. Das würde eventuell sogar helfen, aber nö. Nö, 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 nö. Kann wahrscheinlich auch nicht nochmal hier rufen, ne? Weil, ja, brauchen wir drei nämlich für. Wir haben nur zwei. Naja, was soll's. Ist halt so. Dann müssen wir gucken, dass wir die jetzt hier so noch irgendwie down kriegen. Hätte ich wahrscheinlich Odin einfach so da lassen sollen. So, und wieder zurück auf die Heilungstaktik. More Heilung, more Heilung! Wow, wow, mach doch mal nicht so ein Damage hier, Mädel, ja?
So, der eine ist gleich tot. Ist ja schon mal etwas. So. Nur auf den letzten. Alles halb so wild. Wow. Okay, so viel zum Thema halb so wild. So, und dann machen wir den hier. Ne, einfach mal weil und so. Dann nur warten, bis irgendwann tot ist und dann vielleicht, obwohl wir können eigentlich auch auf Fähre gehen, dann machen wir nämlich Blitzangriffe. Und dann bekommt er ein bisschen mehr Schaden und auch seine Schockleiste erhöht sich schneller. Das heißt, er ist schneller tot. Hat jetzt überlegt, ne, wegen Buffs verteilen und sowas war er jetzt auch nicht so verkehrt. Aber mehr geht immer. So, das war's. War noch nicht mal gut, dachte ich mir. Sorry. Don't sweat it. I'll look around. You rest up. By a long shot. Ja, ich möchte tatsächlich speichern. Ist nie verkehrt. Ruhig hier wieder auf 9. Spielstand 17. Später haben wir 230 bestimmt. Sign of soldiers. Guess lightning got their attention. I wonder how Hope's doing. They were headed towards Palampolo. Kid's on his way home. You can bet on it. Good for him. What's wrong? It's good. If they manage to slip in quietly, all of Cocoon is in the grip of pulse phobia. If a lassie pops up on the radar, all hell will break loose. They don't even know why they're scared. Afraid of what they don't know. Afraid to find out more. It gets worse the older you get. I'm terrified of what'll happen. The world probably would be better off without Pulse and Sea. I mean, most of them. Gee, thanks. Let's go! Ja, und wo wollen die jetzt hin? Haben sie sich da schon Gedanken drum gemacht? Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall hier so einen Speicherpunkt, den werde ich jetzt auch gleich erstmal nutzen. Ne, weil dann kann die nämlich jetzt auch schon wieder in eine Aufnahmepause gehen. Ich werde jetzt aber hier
auf den alten einfach drüber speichern. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Final Fantasy 13. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.